Ja, willkommen. Wir schauen uns diesmal El Paso an aus dem Zoch Verlag. Wir sind im Wilden Westen und rauben hintereinander 7 verschiedene Städte aus. Dabei ist es gefragt, möglichst viel Beute zu bekommen, aber immer genau rechtzeitig abzuhauen, bevor der Sheriff kommt. Wie das funktioniert, sehen wir uns ganz genau an. Dies ist der Spielplan von El Paso. Dieser zeigt dir 7 verschiedene Städte, die wir nacheinander ausrauben. Wir beginnen in Deadwood und arbeiten uns dann über die verschiedenen Städte bis nach El Paso vor. Jedes Mal, wenn wir eine neue Stadt betreten, ziehen wir aus diesem schwarzen Beutel 20 Beutepäckchen. Diese sortieren wir dann erstmal nach dem Typ und dann noch nach der Größe. Dann kommen die Plättchen auf die entsprechenden Abbildungen in der Stadt. Dabei kann es vorkommen, dass es bestimmte Plättchen gar nicht in dieser Stadt geben kann, weil das entsprechende Gebäude fehlt. Aber in diesem Fall passen sie alle super hin. So, jetzt geht die erste eigentliche Beuterunde los. Und zwar würfeln wir diese 5 Würfel hier und schauen uns mal das Ergebnis an. Wir haben 2 Sheriff-Sterne gewürfelt. Diese legen wir hier oben auf der Ablage ab. Wir sehen, diese Ablage bietet Platz für 5 Sheriff-Sterne. Haben wir 5 Sheriff-Sterne erreicht, dann kommt der Sheriff und alle Beute ist verloren. Da muss man natürlich aufpassen. Die anderen Ergebnisse wirken sich jetzt direkt auf die Gebäude aus. Und zwar brauche ich eine 6, wenn ich in dem Saloon Beute machen möchte. Genauso muss dieses Brandzeichen hier vorhanden sein, wenn ich in der Rinderweide erfolgreich sein möchte. Alle anderen Gebäude kann ich einfach so ausrauben. Das hat nichts mit dem Würfelwurf zu tun. So. Jetzt sind die Spieler aber erstmal dran und suchen sich aus ihren Handkarten eine Karte aus und bestimmen damit, in welchem Bereich sie vertreten sind. Beispielsweise möchte ich gerne die Bank ausrauben, dann lege ich diese Karte verdeckt vor mir ab. So, das machen jetzt aber alle Spieler. Und dann werden die Karten umgedreht und wir schauen, wer ist in welchem Bereich vertreten. So, bin ich alleine in dieser Bank, dann kann ich mir das erste Teil einfach nehmen. So geht das reihum. Wenn ich hier auf der Weide bin und ich habe das Brandzeichen gewürfelt, dann ist das okay, dann kann ich mir das Teil eben nehmen. So, jetzt kann es aber vorkommen, dass mehrere Spieler in einem Bereich vertreten sind. Zum Beispiel so, dann würde zuerst der Spieler nehmen, der die höhere Zahl gelegt hat, der bekäme hier die 1, der andere Spieler bekäme sofort die darunter liegende 4, würde so natürlich wesentlich mehr Beute machen. Ja. Dann geht es daran, Karten nachzuziehen. Diese Karten sind jetzt hier nach den verschiedenen Symbolen geordnet. Zum Beispiel haben wir hier die Pferdekoppel, hier das Hotel, hier die Weide und so weiter und so weiter. Ich weiß also genau, unter welchem Stapel sich welche Karten verbergen. Weil wir natürlich echte Revolverhelden sind, gibt es da keine Zugabfolge, sondern jeder Spieler kann so schnell sich eine Karte aussuchen, wie er möchte, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und jetzt ziehe ich beispielsweise hier nach und habe dementsprechend sofort eine Pferdekoppel. Welche Zahl ich ziehe, ist natürlich hier Zufall. So, dann habe ich wieder 6 Karten auf der Hand und bin für die nächste Runde gewappnet. Jetzt geht es nämlich daran, sich zu entscheiden, möchte ich denn weiter in dieser Stadt bleiben, möchte ich weiter Beute machen oder möchte ich schon in die nächste Stadt weiterziehen. Dann ist meine Beute, die ich bisher gesammelt habe, sicher. Ansonsten laufe ich natürlich Gefahr, dann in der nächsten Runde weitere Sheriff-Sterne zu würfeln, sodass dass womöglich alle meine Beute verloren gehen kann. Denn liegen tatsächlich alle 5 Sterne, es werden ja immer nur die Würfel gewürfelt, die frei sind, die anderen bleiben liegen, dann muss ich alle meine gesammelten Plättchen weggeben. Ich kann zwar weiter am Spiel teilnehmen, sonst trifft mich nichts weiter. Aber das ist natürlich dann doof, dann habe ich alles verloren. Da ist es manchmal klüger, sich zu entscheiden, ich nehme an der weiteren Runde nicht mehr teil, sondern ziehe mich zurück und warte, bis die anderen das unter sich ausgemacht haben. So, in dem Fall habe ich ja bestimmte Plättchen gesammelt. Diese kann ich dann verkaufen. Hier an diesem Wegweiser sieht man immer ganz genau, zu welchem Kurs ich solche Plättchen verteilen kann. Wir sind hier jetzt natürlich schon in El Paso, da kann ich die einfach 1:1 umtauschen. Für 5 solcher Plättchen würde ich auch 5 Nuggets bekommen. Nuggets gibt es hier in Bronze, Silber und Gold. Und ja, so würde ich eben Nuggets im Wert von 5 bekommen, könnte ich mir direkt so einen goldenen nehmen. Und gut ist es.
In den anderen Städten zu Beginn ist das aber eher anders. Da ist ein Kurs von 4 zu 1 eher angesagt. Da könnte ich hier aus diesen 5 gerade mal einen Bronzen-Nugget machen. Das ist natürlich nicht so viel, aber auch besser als nichts. Der Clou ist jetzt, dass es zu Beginn nicht in jeder Stadt, wie gesagt, jedes Gebäude gibt. So kann ich in bestimmten Städten, zum Beispiel hier in der zweiten, kann ich gar kein Gold sammeln, aber der Goldkurs ist relativ hoch. Und da ist es natürlich toll, wenn ich Gold verkaufen kann, aber wie soll ich das denn haben, wenn ich es gar nicht hier bekomme? Ja, der Trick ist jetzt, dass ich, wenn ich mich zurückziehe und in die nächste Stadt weglaufe, kann ich bestimmte Plättchen mit hinübernehmen. So könnte ich zum Beispiel in der Stadt, in der ich jetzt momentan bin, diese Goldplättchen sammeln, mich dann zurückziehen und die Plättchen mit hinübernehmen. Der erste Spieler, der sich zurückzieht, also der am feigsten ist, der kann nur ein einziges Plättchen mitnehmen. Der zweite Spieler schon zwei, der dritte drei und so weiter und so weiter. So kann ich zum Beispiel in der zweiten Stadt bereits Gold zum Kurs von 1 zu 1 umtauschen und auch die anderen Tauschkurse für die restlichen Waren werden immer, immer besser. So kann es sich durchaus lohnen, möglichst lange in einer Stadt zu bleiben, das Risiko genau abzuwägen, wie lange möchte ich bleiben und sich dann erst zurückzuziehen, weil das bringt auf Dauer natürlich wesentliche Vorteile. Ja, und ganz am Ende, wenn wir dann in El Paso angekommen sind, auch diese Stadt geplündert haben, dann wird natürlich geguckt, wer hat jetzt insgesamt die meisten dieser ganzen Nuggets gesammelt. Ja, und das bin natürlich ich. Ja, El Paso. Die Aufmachung ist, wie gewohnt vom Zoch Verlag, man muss es einfach so sagen, großartig. Der Spielplan, die Karten, die Figur, die Würfel und die Anleitung, wirklich sehr, sehr gut. Genauso wollen wir das und genauso bekommen wir es auch wieder. Also Daumen hoch auf jeden Fall, super. Auch die Geschichten drumherum ist natürlich klasse. Endlich mal ein Revolver-Helden-Spiel. Es geht darum, Beute zu machen, Städte auszurauben, vom Sheriff wegzulaufen. Genau das ist natürlich sehr ansprechend. An sich eine klasse Sache, nur der Mechanismus, der es dahinter steckt, der selbst ist nicht neu. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Selbst beim hauseigenen Spiel, hoppla die, hoppla da, war es schon, dass man würfelt und ein bisschen guckt, kann ich es mir erlauben, noch weiter zu würfeln oder lasse ich es besser bleiben und gehe bei den nächsten Spieler ab, soll der das Angriff versuchen. Eigentlich ist das hier jetzt nichts anderes. Gut, es liegen Plättchen aus, ich muss überlegen, welche Plättchen sind für mich attraktiver, welche Plättchen kann ich vielleicht besser verkaufen oder in der nächsten Stadt besser verkaufen, wie lange möchte ich da bleiben, um Plättchen mit rüber zu nehmen, Und alle solche Überlegungen, aber das ist eigentlich kein großer Unterschied. Und zudem kommt, dass alle diese Entscheidungen, die mir hier ja eigentlich angeboten werden, sehr, sehr stark vom Glück abhängen und damit eigentlich gar nicht unbedingt notwendig sind. Also natürlich, es gibt hier 5 Würfel, das ist ganz klar, dass das sehr schnell passieren kann, dass sofort beim ersten Wurf schon 3 Sheriff-Sterne liegen, das ist keine Seltenheit. Und muss ich eigentlich im Prinzip schon auf der ersten, zweiten Runde abhauen. Wer da groß länger bleibt als 2, 3 Runden, der wird auf Dauer, wenn er das regelmäßig macht, einfach nichts bekommen können oder es ist ein zu großes Risiko. Die anderen Spieler, die das ruhig wegspielen, immer nur ein Plättchen nehmen und wieder gehen, die haben auf Dauer dieses sichere Einkommen, diesen Vorteil und können damit meistens schon gewinnen. Zudem hängt ja auch ganz stark das Spiel davon ab, welche Karten ich habe. Ich kann natürlich mir aussuchen, aus welchem Bereich ich diese Karte ziehe, aber welche Zahl ich ziehe, ist mir natürlich, kann ich mir nicht aussuchen und damit hängt das Bekommen der Plättchen auch von diesen Karten sehr stark ab und ich kann die auch nicht für die nächste Runde groß neu ziehen, denn in der nächsten Runde liegen plötzlich ganz andere Plättchen auf. Ich kann mich also auch nicht darauf vorbereiten. Ich kann das immer nur gerade mal machen, ich lege eine Karte, ich bekomme vielleicht das eine Plättchen, was ich wollte oder eben auch nicht und so weiter. Dann ziehe ich eine Karte nach, dann gehe ich schon weiter, dann nützt mir die Karte vielleicht schon wieder gar nichts mehr. Da kann man vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken, welche Karten gibt es denn jetzt, welche wurde schon gespielt und so weiter und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach schade, dass die Idee, die jetzt hier eigentlich entwickelt werden soll, also dass man wirklich solche Entscheidungen treffen kann, dass man probiert auch ein bisschen taktisch zu überlegen, in welchen Bereich gehe ich, welche Plättchen sind wichtig und so weiter, dass diese Überlegungen durch das Glück eigentlich gar nicht groß kontrollierbar sind. Und das ist schade, weil das sollte doch eigentlich genau das sein, was El Paso ausmacht. Ansonsten kann man ja auch bei einem einfacheren Würfelspiel bleiben. Ja, so muss man sich eben überlegen, ob es einem das wert ist, ob man das in Kauf nimmt. Das ist natürlich eine schöne Aufmachung, wie gesagt, schöne Geschichte, macht durchaus auch Spaß, klar. Nur man darf sich eben nicht vertun, wir werden einem eigentlich taktische Möglichkeiten vorgegaukelt, die so nicht
in dem Sinne funktionieren. Ja.